Herzlich willkommen zu unserem Studium zum Buch Daniel. Wir wollen jetzt in dieser Serie, wo wir heute den ersten Abend von haben, das Buch, das biblische Buch Daniel anschauen. Es ist ein Daniel-Seminar und es heißt Überlebensfragen. Also Überlebensfragen, aber auch Fragen zum Überleben. Und von daher ist der Titel so ein wenig doppeldeutig. Ich freue mich, dass wir dieses Seminar durchführen können. Warum? Das Seminar ist das erste Seminar, was ich mit einigen Kollegen vor 25 Jahren ausgearbeitet habe. Vor 25 Jahren wurde dann dieser Ordner gedruckt in der Schweiz, natürlich auch in Deutschland erhältlich, und er war über viele viele Jahre, ungefähr 20 Jahre lang auch erhältlich. Und vor fünf Jahren ungefähr ist das ausgegangen, da waren alle verkauft. Und dann haben wir vor zwei Jahren das neu drucken lassen und die sind jetzt wieder erhältlich. Diese Ordner über Lebensfragen, Seminar zum Buch Daniel. Und ich freue mich, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben und die Gelegenheit haben, dafür Aufnahmen zu haben. Denn ich habe viele andere Seminare ausgearbeitet, Offenbarungsseminar und kommende Ereignisse und äh, andere Seminare. Und die haben wir alle sowohl in Ordnerform als auch als Videoaufnahmen. Nur das Buch Daniel. Das Daniel-Seminar war noch nicht bis jetzt. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, auch hier eine Videoaufnahme zu haben zu diesem Seminar, was schon 25 Jahre alt ist. Allerdings ist es zwar 25 Jahre her, wo wir es ausgearbeitet haben, aber es ist noch genauso aktuell wie damals. Ich möchte ganz kurz vorstellen, was es dazu gibt. Es gibt hier diesen Ordner und der Ordner enthält einzelne Lektionen. Das ist also die Einleitung und auch Thema 1, was wir jetzt heute Abend haben werden. Dann gibt es dazu auch Zusatzblätter. Und diese Zusatzblätter, die sind besonders interessant und spannend, weil sie da Informationen enthalten sind ähm, über Hintergründe. Hier haben wir äh, verschiedene ja, äh, Grafiken, Informationen, Blätter äh, oder auch Karten, Kartenausschnitte, die denn dazu passend sind und jeweils werde ich auch dazu hinweisen, darauf hinweisen, welches zusatzblatt auch wo auch dazu passt. und wir haben ganz hinten noch diese lila blätter und diese lila blätter. das sind fragen zum buch daniel. das heißt, das ist für jedes kapitel ein doppelblatt. und da sind fragen drauf. und zwar diese fragen sind dafür gedacht, dass man sich selbst, wenn man das jetzt durchstudiert hat, man kann es vorher oder auch nachher, ausfüllen und ähm, schaut, was man denn, hier sind Fragen dabei und auch Bibeltexte dazu, ähm, dass man dann die Antworten hier findet. Das ist auch sehr gut geeignet, diese Fragen zum Buch Daniel äh, für einen Hauskreis zum Beispiel. Wenn man das in einem Hauskreis durchführt, dann kann man ähm, diese Fragen einfach durchgehen mit den anderen Teilnehmern und anhand der Fragen natürlich dann auch dieses Kapitel durchstudieren. Es gibt auch erhältlich dazu, ähm, eine CD, wo die PowerPoint-Präsentationen drauf sind. Also jetzt, wenn wir jetzt diesen Abend äh, durchgehen werden und auch das Thema halten, äh, werden wir ja eine Präsentation dabei einspielen. Und diese Präsentation kann man auf CD auch bekommen, äh, erwerben. Und natürlich sind dann nachher auch DVDs oder auch MP3s äh, von den Aufnahmen auch erhältlich. Das ein wenig als Vorgespräch. Ähm, und zu dem Material, was es so gibt, zu diesem Daniel-Seminar. Und ähm, heute Abend werden wir zwei Themen haben, nämlich einmal die Einleitung und das Kapitel Nummer 1. Gut, äh, die Einleitung. Und übrigens die Bilder, die ich dabei habe, und äh, jeweils immer beim Startbild, äh, wir haben einen. Bekannten, ein Maler aus Österreich und der hat uns immer zu den verschiedenen Kapiteln extra für dieses Seminar ganz exklusiv diese Bilder gemalt, also ein Künstler und ähm, ich muss sagen, das ist wirklich gut gelungen. Mir gefallen diese Bilder sehr gut. Ja. Gut, bevor wir aber starten und mit dem Thema einsteigen, darf ich euch bitten, dass wir zu einem Gebet aufstehen. himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass du lebst, dass du die Bibel als das Buch uns gegeben hast, wo du dich uns offenbarst, dass wir in der Bibel dein Wesen und deinen Erlösungsplan erkennen können. Hab dank, dass du uns das Buch Daniel gegeben hast und dass wir jetzt dieses Buch Daniel studieren können. Wir bitten dich, wenn wir es aufschlagen und lesen, dass wir es verstehen, dass du mit deinem Heiligen Geist unsere Herzen bewegst und dass wir dich dadurch besser kennenlernen und auch deinen Plan für unser Leben. Sag, du bist mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Einleitung. Viele Menschen fragen sich, was bringt die Zukunft? Und ich muss wirklich sagen, Seit einigen Jahren sehen die Zukunftsaussichten nicht besonders rosig aus. Natürlich hat man immer schon irgendwelche Krisen in der Welt gehabt, aber ich habe den Eindruck, dass die Krisen und die Unsicherheit, die auch in den Medien ähm, rübergebracht wird, immer bedrohlicher wird. Ob das jetzt die Corona-Krise war, ob das die Ukraine-Krise ist, ob das der Klimawandel ist. Äh, und man fragt sich, was, wie geht es weiter? Was wird geschehen? Ähm, was ist, ja, woher können wir wissen, was die Zukunft bringt? Und viele Menschen haben Angst vor der Zukunft, weil sie, ja, weil sie sehen, es gibt eine Mehrheit Naturkatastrophen, ob das jetzt heißt, Vulkanausbrüche sind, ob das Dürrekatastrophen sind, Klimaerwärmung, von der gesprochen wird, oder auch Unsicherheiten, Ausschreitungen. Es gibt in manchen Ländern, auch in westlichen Ländern, wenn ich nur mal gerade nach Frankreich blicke, es gibt in vielen westlichen Ländern auch. Richtige bürgerkriegsähnliche Zustände. Und man fragt sich, was kommt alles noch? Und ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben eine Finanzkrise, eine Überschuldung, die das Geld wird immer weniger wert, Inflation, Unsicherheiten in der Bevölkerung. Und manche Menschen fragen sich, wird es irgendwann im Ende der Welt enden? Oder wird es irgendwann ein Chaos geben? und am Ende alles zerstört und zu Ende gehen. Und natürlich, wenn wir wissen wollen, was, Zukunft, was in der Zukunft kommt, was die Zukunft bringt, dann können wir natürlich irgendwelche Horoskope fragen und irgendwelche Wahrsager, aber das ist nicht so sehr seriös. Ich denke, wir haben in der Bibel schöne und gute Hinweise, wo Gott uns die Zukunft voraussagt. Gott kennt die Zukunft und er weiß, was kommt, und er sagt uns, was kommt. Und darauf können wir uns verlassen. Ähm, der Krösus war der letzte König von Lydien und er wollte einen Feldzug gegen den König von Persien führen. Persien war ein großes Reich und auch er war damals hatte ein Weltreich. Und bevor er diesen Feldzug unternahm, hat er das Orakel von Delphi befragt, weil er wissen wollte, wird sein Feldzug erfolgreich sein, soll er es wagen oder soll er es nicht tun, weil die Kräfte ungefähr gleich stark waren. Und die Antwort des Orakels von Delphi war, wenn du den, in den Krieg, wenn du den Krieg gegen die Perser unternimmst, wirst du ein großes Reich zerstören. Und er hat das gehört. Und er hat sich gefreut über diesen schönen Spruch. Und er ist siegessicher in den Krieg gezogen. Und was ist passiert? Ein großes Reich wurde zerstört. Das ist richtig. Aber es war sein eigenes Reich, was zerstört wurde. Natürlich, wenn man jetzt dieses, diesen, diesen weisen Spruch des Orakels von Delphi sich anschaut, da stellt man fest, das war so biegsam, dass es immer in Erfüllung gegangen ist. Hätte er gewonnen, wäre ein großes Reich zerstört worden, nämlich das Reich der Gegner. Verliert er den Kampf, wird sein eigenes Reich zerstört. Also, wie es auch ausgeht, das Orakel von Delphi hätte er immer recht gehabt. Aber so schwammig und gummimäßig sind viele gerade okkulten und esoterischen und, und wahrsagemäßigen äh, Voraussagen oder die Horoskope. Und darauf kann man sich überhaupt nicht verlassen. Deswegen denke ich, hat Gott uns eine andere Quelle gegeben, eine seriöse Quelle, eine gute Quelle. Ich habe auch mal vor einiger Zeit, äh, als ich in Heilbronn tätig war als Pastor, ähm, dort hatten in der Zeitung, die Heilbronner Stimme, sie haben sich immer so etwas äh, Besonderes ausgedacht. Sie haben immer in der Ausgabe von Silvester und Neujahr, haben sie immer eine Sonderbeilage gehabt und dann haben sie immer äh, sehr viel Wahrsager gefragt aus der Umgebung, was in dem nächsten Jahr passieren würde. Und zwar konkrete Dinge, nicht nur, dass die Preise steigen, das kann jeder sagen, sondern konkrete Dinge, was passieren soll. Und dann haben sie nach einem Jahr geschaut, wie viel von dem, was vorausgesagt worden ist, ist in Erfüllung gegangen und was ist nicht in Erfüllung gegangen? Und was meint ihr, wie hoch die Trefferquote lag? Die lag ungefähr bei fünf Prozent. Das heißt, sie haben zum Beispiel vorausgesagt, wer Formel-1-Weltmeister wird, oder sie haben vorausgesagt, dass die Queen sterben würde, alles Mögliche. Und das ist fast immer alles nicht passiert. Und dann haben sie immer geschrieben, was gesagt worden ist, was sich erfüllt hat und was sich nicht erfüllt hat. Also, also bei so einer Trefferquote kann man sich nicht darauf verlassen. Was Gott sagt, was die Bibel sagt, ist, denke ich, da schon eine ganz andere Geschichte. Und gerade das Buch Daniel ist, eine, ist ein Buch, wo Gott prophetisches Wort uns gibt. Also, Voraussagen, prophetische Voraussagen. Ähm, warum studieren wir das Buch Daniel? Und zwar, es gibt zwei Bücher, die zusammengehören. Im Alten Testament das Buch Daniel und im Neuen Testament das Buch Offenbarung. Und wer die Offenbarung verstehen will, in dem Neuen Testament muss vorher das Buch Daniel studiert haben. Weil man sagen kann, dass das Buch Daniel eigentlich so die Grundlage ist für, das, für die Offenbarung. Und ähm, die Offenbarung ist sozusagen eine Fortsetzung. Das Buch ist Daniel. Hier werden die Dinge wieder aufgenommen, die im Buch Daniel beschrieben sind und weitergeführt. Deswegen ist das Buch Daniel die Grundlage für Prophetie allgemein. Also Gott offenbart im Buch Daniel die Zukunft. Und hier haben wir die einfachsten Voraussagen. Warum? Weil je weiter wir fortschreiten im Buch Daniel und auch in der Offenbarung, desto komplizierter werden manche Voraussagen und manche Symbole. Und wenn man vorne anfängt, wie wir es jetzt machen in Daniel 1 und Daniel 2 und so weiter, dort ist es sehr viel einfacher. Und man muss mit den einfachen Dingen beginnen und dann darauf aufbauend auch die schwierigeren Dinge studieren. Und Gott offenbart im Buch Daniel die Zukunft. Und das Buch Daniel ist von vielen wichtigen Menschen dieser Erde studiert worden. Ob das Staatsmänner waren, Wissenschaftler waren, zum Beispiel Martin Luther, Sir Isaac Newton, wovon wir die newtischen Gesetze kennen, Christoph Kolumbus, Sven Hedin und viele andere haben das Buch Daniel studiert und haben daraus erkannt, was Gott vorausgesagt hat, was sich schon erfüllt hat. Und wir können ja sehen, viele Voraussagen haben sich bereits erfüllt. Wir können sehen, wo wir jetzt stehen und wir können sehen, was sich noch erfüllen wird, was noch in der Zukunft liegt. Jesus selbst hat empfohlen, das Buch Daniel zu lesen und zu studieren. An mehreren Stellen. Aber hier in Matthäus 24, Vers 15 äh, habe ich mal zitiert. Da sagt Jesus, wenn ihr nun sehen werdet, denn Groll der Verwüstung stehen in einer heiligen Stätte, von dem gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf. Und dann sagt er, was man dann tun sollte. Das heißt, Jesus hat hier eine Endzeitrede, wo er von der Wiederkunft Jesu spricht und von den Zeichen der Zeit, die vorher geschehen werden. Und dann in dem Zusammenhang sagt er, wir sollen das Buch Daniel lesen. Das Buch Daniel ist wichtig. Und von daher, übrigens, das Buch Daniel ist das einzige Buch, was Jesus im Neuen Testament, in den Evangelien, namentlich erwähnt. Er hat oft zitiert, verschiedene andere biblische Autoren aus dem Alten Testament, Jesaja oder andere. Aber das Buch Daniel ist das einzige, was er wirklich mit Namen nennt. Und von daher hat es eine wichtige Bedeutung. Jesus hat das Buch Daniel studiert und gekannt. Und natürlich empfiehlt er auch uns, das Buch Daniel zu lesen. Deswegen machen wir das auch dass wir das Buch Daniel zusammen studieren wollen. Wir lesen einmal Daniel Kapitel 12. Übrigens, wenn eine Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Ich verwende die Luther 84-Übersetzung ähm, und ich habe auch die Seitenzahlen mit angegeben. Und die Seitenzahlen, Altes Testament für AT und NT für Neues Testament, sind nach der Luther 84-Übersetzung ähm, mit angegeben. Also wir lesen einmal Daniel Kapitel 12 und dort die Verse 4, Vers 9. Und Vers 13. Dort heißt es, und du Daniel, verbirg diese Worte und versiegle das Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Und Vers 9. Er aber sprach, geh hin Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Und Vers 13. Du aber Daniel, geh hin, bis das Ende dir kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erdteil am Ende der Tage. Interessant ist, dass der Engel hier, der zu Daniel spricht, dass er dem Daniel sagt, dass das Buch Daniel erst in der letzten Zeit verstanden wird. Es soll versiegelt werden. Versiegelt werden, das bedeutet, dass es nicht verstanden wurde. Und erst in der letzten Zeit, in der heutigen Zeit, in der wir leben, soll das Buch verstanden werden. Und zwar, hier steht, viele werden erst dann durchforschen, und durch dieses Buch große Erkenntnis finden. Und wenn hier steht, Sie werden es sich forschen, dann müssen wir es auch tun. Und deswegen tun wir das jetzt, dass wir gemeinsam das Buch Daniel durchforschen. Und dann wird Gott uns auch Erkenntnisse geben über das, was er hier gesagt hat. Und er sagt zum Daniel, dass er auferstehen wird am Ende der Tage zu einem neuen, zu einem ewigen Leben. Er spricht zum Daniel. Wer war dieser Daniel? Es war natürlich der, der das Buch Daniel geschrieben hat. Aber wer war dieser Daniel? Daniel heißt hebräisch, Gott ist mein Richter. Interessanterweise, das werden wir nachher noch im Kapitel 1 uns genauer anschauen, haben die Namen in der Bibel nicht nur einen, einen wohlklingende ja, einen, einen äh, ja, dass es gut, gut, klingt oder dass man sagt, ja, das, das gefällt mir, sondern die haben eine Bedeutung man hat den menschen, den kindern einen namen gegeben, je nach, nach ihrem charakter oder nach der bedeutung, die man für sie vorgesehen hat. und wenn ein mensch sich verändert hat, wenn ein mensch sich bekehrt hat, hat gott manchmal auch den namen verändert. und daniel heißt gott ist mein richter. und zwar dan heißt richten. und el ist eine abkürzung für elohim. wir haben sehr viele hebräische namen, die auf el enden. Ja, daniel, Hesekiel ähm, und das ist el. es heißt immer eine abkürzung für elohim gott und dann ist eine abkürzung für richten nicht eine abkürzung sondern das ist die hebräische form von richten also gott ist mein richter elohim ist mein richter ist die hebräische bedeutung von dem namen daniel und interessanterweise hat oftmals auch bei propheten hat ihr name eine bedeutung für ihren auftrag zum beispiel das, der mose mose heißt aus dem wasser gezogen gerettet und so wie Mose aus dem Wasser gerettet wurde von der Tochter des Pharao, so hat Gott das Volk Israel seinen Erstgeborenen Sohn aus der Knechtschaft aus Ägypten gerettet und, und für sich herausgeführt. Also so, deswegen ist manchmal der Auftrag eines Propheten und äh, sein Name haben manchmal äh, hängen eng miteinander zusammen. So auch hier: Das Buch Daniel ist ein Buch, wo Gott als Richter dargestellt wird. Wir haben verschiedene Aspekte von Gottes Wesen von Gottes Herrschaft und Gott als Richter ist, denke ich, auch ein Aspekt, der im Buch Daniel immer wieder vorkommt. Ja, wer war der Daniel sonst noch? Daniel war Staatsmann und Prophet. Staatsmann bedeutet, das werden wir nachher sehen, auch im Laufe der Kapitel, die wir jetzt anschauen werden, dass der Daniel ähm, am Hofe des babylonischen Königs Nebukadnezar gedient hat. Ähm, und zwar nicht nur als irgendein kleiner Staatsmann, sondern er war teilweise, man würde heute sagen, der Premierminister, der staatsführende Bundeskanzler, würde man heute vielleicht auch sagen bei uns. Also der Verantwortliche. Natürlich war der König immer noch drüber. Der König war der, aber der König kann sich nicht über um alles kümmern. Und Daniel war der Erste nach dem König. Und er war Prophet. Das Prophet, was ein Prophet ist, werden wir uns nachher genauer anschauen. Das war jemand, den Gott berufen hat, dem Gott Träume und Visionen gegeben hat. Um ihm Botschaften zu geben, die für Gottes Volk, für andere Menschen wichtig sind, die er dann weitergegeben hat, um sie, um zu erfahren, was Gottes Wille für uns, für unser Leben ist. Daniel war von königlicher Abstammung. Wir wissen nicht genau, wer seine Eltern waren, wer sein Vater war. Es kann durchaus sein, dass sein Vater einer der Könige war, die dann noch in Juda, in Jerusalem regiert haben, Zedekia oder jemand Aber auf jeden Fall kommt er aus diesem Umfeld. Dass er, dass er dort entweder direkt der Sohn eines Königs war oder vielleicht der, der Neffe oder irgendwo aus, aus, aus der Verwandtschaft auf jeden Fall. Ja. Und er lebte in babylonischer Gefangenschaft. Das bedeutet, das war die Zeit, wo das Reich Babylon, Nebuchadnezzar, Jerusalem und das Reich Jude erobert hat, Jerusalem zerstört hat. Und dann wurden viele Juden verschleppt nach Babylon. Und Daniel war einer von denen, die verschleppt wurden nach Babylon. Und dort sein ganzes Leben in der babylonischen Gefangenschaft, also ungefähr ab 17 Jahre, 16, 17, 18 Jahre war er ungefähr alt, als, der, als Jerusalem gefallen ist. Und von da an bis zum Lebensende war er in Babylon. Er war Zeitgenosse von Jeremia und Hesekiel. Also, das waren auch zwei Propheten, die wir aus dem Alten Testament kennen. Jeremia war ein Prophet, der schon vor der Zerstörung Jerusalems von Gott auf äh, prophetischer. Visionen und Auditionen bekommen hat, die er denn dem Volk weitergegeben hat und er hat sie gewarnt vor der Katastrophe. Und er hat sie zur Umkehr aufgerufen, aber das Volk hat nicht auf ihn gehört und sie haben ihn abgelehnt und sie haben ihn fast zum Tode gebracht, aber Gott hat ihn bewahrt und und Hesekiel war auch ein Zeitgenosse Daniels. Er war auch wie Daniel in Babylon und hat in Babylon Visionen von Gott bekommen, die wir im Buch Hesekiel aufgeschrieben haben. Ja, und natürlich war Daniel Autor. Das heißt, er ist der Autor des biblischen Buches Daniel im Alten Testament. Und das hat er geschrieben. Übrigens, er hat dieses ganze Buch geschrieben, nur ein Kapitel ist nicht von ihm. Das werden wir uns dann genauer anschauen, wenn wir Kapitel 4 anschauen. Das Kapitel 4 im Buch Daniel ist nicht von ihm geschrieben worden, sondern ist von dem König Nebuchadnezzar geschrieben. Das hat er selber geschrieben. Hat Daniel aber mit aufgenommen in seinem Buch, weil das halt mit dazugehörte und noch eine Geschichte ist die damit hineingehört. Ja, ähm, schauen wir uns ein bisschen die Zeit an. Im Zusatzblatt Nummer 1 finden wir übrigens diese Grafik auch abgedruck abgedruckt und ähm, erklärt, ähm, dass wir uns ein bisschen einordnen können, was ist vorher passiert, was ist nachher passiert, um zu wissen, ähm, was gerade geschah, ähm, was Gott mit dem Volk Israel so alles äh, getan hat. Und zwar, wir haben den Exodus. Der Exodus war die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft äh, ungefähr 1450 vor Christus. Das heißt, wo Gott den Mose berufen hat, das Volk aus Ägypten zu führen und äh, die zehn Plagen gekommen sind und dann äh, das Volk ja, durchs Rote Meer durchgezogen ist, wo die Ägypter sie wieder zurückholen wollten. Das war alles ungefähr 1450 vor Christus. Und dann waren sie 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre Wüstenwanderung, eigentlich hätte Gott sie ziemlich schnell ins Land, verheißene Land führen wollen, aber sie wollten nicht und es gab in Kadesh diesen großen Aufstand und dann mussten sie halt wieder zurück in die Wüste und 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Also ungefähr 1410 sind sie dann am Jordan angekommen, wo sie dann über den Jordan gegangen sind und dann Jericho eingenommen haben und das war dann der Beginn der Landnahme des Volkes Israel im Land Kanaan, im verheißenen Land. Dann gab es die Zeit der Richter, da gab es also keine Könige und zwar die Richter hatten die Funktion, dass eigentlich Gott über das Volk geherrscht hat. Eine Art Theokratie. Theokratie heißt, heißt, dass Gott war der Herrscher. Er hat gesagt, was gemacht werden soll und die Richter waren nur diejenigen, die von Gott den Auftrag bekommen haben und das dann umgesetzt haben. Das war ungefähr bis 1050 vor Christus. Also ungefähr 360 Jahre. Äh, war die Zeit der Richter. Und da kennen wir diese Richter wie, äh, wie äh, Otniel oder, oder äh, äh, wen haben wir dann noch? Gideon und verschiedene Richter, die wir in dieser Zeit haben. Die ganze Reihe, die da beschrieben werden. Ja, 1050 war dann die Zeit der Richter zu Ende. Da kam die Zeit der Könige. Und zwar: Wir haben drei Könige, die über Israel geherrscht haben. Das war zuerst mal der Saul, 1050 vor Christus. Ähm, dann, 40 Jahre später, der David, 1010 vor Christus. Und er hat auch 40 Jahre geherrscht, bis zum Salomo, 970 vor Christus. Und alle drei haben ungefähr 40 Jahre, ich glaube, Salomo mal so 39 Jahre, haben über Israel geherrscht. Und nach Salomo war dann die Zeit der Könige zu Ende. Da gab es dann die Teilung des Reiches. Sein Sohn Rehabiam ähm, sollte König werden über ganz Israel. Äh, aber er hat das ungeschickt angestellt und äh, zehn Stämme sind abgefallen. Und dann gab es das Nordreich und das Südreich. Das Südreich ist beim, bei den Königen von den Nachkommen von David geblieben. Also da waren immer Nachkommen von David-Könige. David, Salomo und dann kam man Rehabiam und dann die weiteren Könige. Und das war das Südreich und die Hauptstadt war Jerusalem. Und dort war natürlich auch der Tempel und das war das Reich Juda. Und das Nordreich, was sich abgespalten hatte, das waren zehn Stämme. Das Im Südreich, das war Juda und Benjamin. Das waren die beiden Stämme. Und im Südreich, im Nordreich waren die restlichen zehn Stämme. Und das, das hieß dann Israel. Und die Hauptstadt war Samaria. Und ähm, die beiden haben sich teilweise auch wirklich bekämpft. Sie haben manchmal Krieg gegeneinander geführt, aber sie haben es versucht zu vermeiden, weil sie wussten, das sind ja unsere Brüder. Das ist ja eigentlich früher ein Volk gewesen. Aber sie hatten halt zwei Staaten. Ähm, und sie haben teilweise auch zusammengehalten, manchmal auch gemeinsam Krieg gegen Feinde geführt. Ähm, aber dann gab es auch mal wieder Zeiten, wo Könige da waren, die mal gläubig waren, und Könige, die wieder abgefallen sind. Das ging immer rauf und runter. Ähm, man muss sagen, dass im Nordreich der Abfall stärker war als im Südreich. Im Südreich waren mehr gläubige Könige und im Nordreich war stärkerer Abfall. Ähm, und es hat dazu geführt, dass das Nordreich im Jahre 722 vor Christus, also ungefähr 200 Jahre, hat es bestanden dann von den Assyrern erobert wurde. Und die haben Samaria und auch das gesamte Nordreich erobert, besiegt. Und sie haben es, ja, sie haben dann eine Vermischung hergestellt. Sie haben es vermischt mit anderen heidnischen Völkern. Und man kann sagen, dass das Nordreich aufgehört hat zu existieren. Und die zehn Stämme Israels gibt es seitdem nicht mehr. Ja, also zur Zeit Jesu war es ja auch so, dass das Südreich noch da war. Judah mit Jerusalem als Hauptstadt und nördlich, wo früher das Nordreich war, waren die Samariter und, und Galiläa. Jesus ist auch in Galiläa aufgewachsen und gerade die Samariter, das waren genau diejenigen, die vom Nordreich her abstammten, aber eine Vermischung mit den Heiden hatten. Also es war nicht mehr rein rassig Volk Israel, sondern es war eine Mischung von Heiden und dem Nordreich. Und deswegen haben auch die Juden zur Zeit Jesu die Samariter als Heiden angesehen, als Abgefallene, als nicht würdig und haben sich mit denen nicht abge abge abgegeben. Ja. Äh, haben sie also verachtet. Aber Jesus hat sich allen Menschen zugewandt, auch den Samaritern. Ja. Ähm, es war interessant, wenn er von Galiläa aus nach Jerusalem gewandert ist, da musste er immer durch Samarien hindurch. Ja, und das war also das lag dazwischen. Gut, auf jeden Fall war 722 dann ähm, das Nordreich zu Ende und dann äh, kam 605 vor Christus, denn die Eroberung des Südreiches. Und zwar, das war jetzt nicht, waren nicht, nicht mehr die Assyrer. Die Assyrer waren nicht mehr die Weltmacht, äh, sondern das waren jetzt die Babylonier, die Und er hat dreimal Jerusalem erobert. Und die erste Eroberung war 605 vor Christus. Und das war auch ungefähr die Zeit, wo er selbst den Thron eingenommen hat. Man muss sich Folgendes vorstellen. Als er loszog, loszog in seinem Feldzug, ähm, dort war noch sein Vater König. Und jetzt war er auf dem Feldzug und hat Jerusalem erobert. Und während, gerade als er Jerusalem erobert hatte, 605, kam die Nachricht, dass sein Vater gestorben ist. Und wenn du als, als Kronprinz den Thron besteigen möchtest, muss so sofort vor Ort sein. Denn wenn er nicht sofort in Babylon wäre, dann hätte irgendein Nebenbuhler, vielleicht sein Bruder oder irgendein anderer Verwandter, hätte gesagt, ich bin jetzt der König. Und wenn er angekommen wäre, hätte er gesagt, komm, fertig. Und er hätte ihn irgendwie umbringen lassen oder auf jeden Fall beseitigt. Also hat der Nebukadnezar nach der Eroberung Jerusalems, ist er auf dem schnellsten Weg nach Babylon zurück. Und da ist interessant, das können wir uns auf dieser Karte anschauen. Äh, Zusatzblatt Nummer zwei, kann man das auch sich äh, in einem Ordner äh, sich anschauen. Ähm, das ist übrigens der, der sogenannte fruchtbare Halbmond. Das bedeutet, hier haben wir Palästina, ähm, so in der Mitte ungefähr. Äh, südwestlich davon ist Ägypten, Unterägypten und Oberägypten. Hier ist der Nil, das ist also sehr fruchtbar, die, diese, diese Ebene. Ähm, und äh, östlich, nördlich und östlich, haben wir Phönizien und Assyrien und Mesopotamien, Elam, das ist Babylon hier. Und da haben wir den Tigris und den Euphrat, diese zwei Flüsse. Und das ist auch ein sehr fruchtbares Gebiet hier. Und das heißt also, alles, was wir jetzt hier rötlich haben, ist fruchtbar. Deswegen heißt auch, weil es wie so ein Halbmond ist, wie so eine Sichel, ist das, nennt man das der fruchtbare Halbmond. Und dazwischen, was hier also die Sinai-Halbinsel oder auch hier die syrische Wüste, ist alles Wüstengegend. Also da kann man. Nicht leben. Es sei denn, irgendwelche Nomaden, die da vielleicht irgendwo ähm, sich daran angepasst haben, aber das sind nur wenige Menschen, die da leben. Und jetzt war folgendes: Als jetzt Nebuchadnezzar Jerusalem erobert hat in Palästina, denn normalerweise ist er dann nördlich gezogen, ähm, der, den, den Jordan hoch, ähm, bis, bis Assyrien und dann runter wieder nach Babylon. Babylon liegt hier unten bei Elam. Aber da er jetzt auf dem schnellsten Weg zurück musste nach Babylon, sagt die Geschichtsschreibung ist er von Jerusalem den schnellsten Weg quer durch die Wüste nach Babylon. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn, als er zurück ist, hat er natürlich die Gefangenen mitgenommen. Und die mussten natürlich, die konnten natürlich nicht reiten, wie er, er ist natürlich geritten, die mussten laufen. Das bedeutet, dass Daniel und seine Freunde, die beim, bei der ersten Wegführung mit weggeführt wurden, die mussten in, im Gewaltmarsch quer durch die Wüste nach Babylon. Also, nachdem als sie angekommen sind, ich denke, die waren halb tot. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sie am Tag gelaufen sind. Vielleicht 50, 60 Kilometer am Tag durch die Wüste gelaufen. Ja. Also, weil der König, also der Nebukadnezar, wollte König sich als König krönen lassen, und deswegen ist er so schnell durch die Wüste gelaufen. Ja, also, was wir jetzt also jetzt betrachten werden in Buch Daniel, das ist natürlich hier in Jerusalem in Palästina und hängt natürlich jetzt auch zusammen mit diesem babylonischen Teil, wo denn Daniel denn seine ganzes, ganze, sein ganzes Leben verbracht hat. Und die Geschichten, die wir jetzt alle hören, sind natürlich alle im Babylon, in diesem fruchtbaren Halbmond ganz im Osten dort äh, passiert. Ja, das Buch Daniel. Wie sieht die Gliederung des Buches aus? Wir haben zwei Teile im Buch Daniel. Erstens, die Kapitel 1 bis 6, da finden wir Geschichten von Daniel und seinen Freunden. Und das sind Erfahrungen des Propheten mit Gott. Das heißt, hier wird gezeigt, was sie mit Gott erlebt haben. Erfahrungsberichte. Ähm, übrigens auch sehr gute Kindergeschichten. Ja, weil diese, diese Geschichten, diese Erfahrungen sind sehr, sehr lehrreich. Da kann man sehr viel für sein eigenes Leben auch lernen. Und die Kapitel 7 bis 12 sind Prophezeiungen. Und also Prophezeiungen, die der Daniel selber bekommen hat. Träume oder auch Visionen. Ähm, die er aufgeschrieben hat und dann teilweise selber nicht verstanden hat, aber aufgeschrieben hat und auch Erklärungen bekommen hat dazu und die wir auch studieren werden. Die Prophezeiungen, also der zweite Teil, der zweite Teil des Buches, die zeigen uns, wann das Ende kommt. Hier haben wir Zeitprophezeiungen. Hier haben wir äh, Weissagungen über die ganze Weltgeschichte. Die zeigen, wer wann was wo machen wird und auch ze direkte Zeitweissagungen auf den Messias und auch auf das Ende. Und... Äh, also hier haben wir Zeitweissagungen. Und die Erfahrungen, die ersten sechs Kapitel, die zeigen uns, wie wir am Ende bestehen können. Jetzt könnte man ja sagen, naja, okay, wenn nur die Prophezeiungen wichtig sind, dann fangen wir gleich mit Daniel 7 an und die ersten sechs lassen wir weg. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Weil die ersten sechs Kapitel auch wichtig sind. Nämlich, das, was der Prophet erlebt hat, seine persönlichen Erfahrungen, sind genau die Dinge, die wir Gläubige in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, auch erleben werden. Vielleicht nicht mit den gleichen Namen, der es wird keinen Herrscher in der geben, aber die Prinzipien, die wir dort haben, werden genauso wieder vorkommen. Und deshalb ähm, ist das, wie Daniel und seine Freunde damit umgegangen sind, wie sie, wie sie treu geblieben sind, ist das für uns ein Vorbild, wie auch wir am Ende treu bleiben können. Deswegen ähm, sind die... Ganz, ganz wichtig, die Geschichten. Deswegen studieren wir die Geschichten auch. Und sie sind für unser persönliches Leben ein Vorbild und auch eine Ausrichtung, dass wir unser Leben danach ausrichten, um dann vor dem, was in den Prophezeiungen prophezeit wird, dem begegnen zu können und standhaft und treu bleiben zu können. Deswegen, wir haben nur ein Kapitel, was eine Ausnahme hat. Daniel Kapitel 2 hat nämlich beides. Daniel 2 hat eine Geschichte und eine Prophezeiung. Ja, deswegen werden wir also im zweiten Kapitel, beim zweiten Thema, beides anschauen. Aber ansonsten sind die anderen Kapitel 1 und 3 bis 6 die Erfahrungen und Kapitel 7 bis 12 die Prophezeiungen. Ja, wenn wir jetzt die Bibel lesen und das Buch Daniel lesen, wie kann ich die Bibel besser verstehen? Vielleicht. Hast du die Bibel noch nie gelesen? Du hast noch nie reingeschaut. Und wenn du sagst, ich, ich, ich habe da jetzt mal schon mal irgendwas gelesen, ich habe nichts verstanden. Kann passieren. Was es gibt gewisse Prinzipien, die uns helfen, die Bibel besser zu verstehen. Erstens, der Grundsatz lautet, die Bibel ist Gottes Wort. Und das bedeutet, dass ich den Abschnitt, den ich jetzt gelesen habe, mehrmals lese. Für den, der schon öfter die Bibel gelesen hat, kann es passieren, dass ich einen Abschnitt lese und denke, das kenne ich ja schon. Aber das ist gefährlich zu denken, das kenne ich ja schon. Warum? Weil wir manches überlesen. Die Bibel hat so viele Feinheiten und Einzelheiten, wo Gott uns etwas sagen möchte. Und wenn wir einfach so drüber lesen, dann überlesen wir vieles. Deswegen den Abschnitt mehrmals lesen und auch langsam und darüber nachdenken. Was hat dieses Wort und jenes Wort für die Bedeutung? Zweitens verschiedene Übersetzungen benutzen, weil manchmal äh, nicht, also es gibt keine Übersetzung, die wirklich hundertprozentig das wiedergibt, was im Hebräischen oder Griechischen oder Aramäischen gesagt wurde. Äh, Im Alten Testament äh, haben wir die Sprachen, in denen es geschrieben wurde, Hebräisch und Aramäisch und im Neuen Testament Griechisch. Ähm, und manchmal haben die Worte im Hebräischen viele Bedeutungen. Manchmal ist es wie so ein, ein ganzes eine ganze Wort Sinn. Und wenn der Übersetzer, der das jetzt übersetzt, tut sich eins von diesen rausgreifen und übersetzt das so. Und ein anderer Übersetzer greift vielleicht eine andere Bedeutung, die ähnlich ist, auch raus und übersetzt das ein bisschen anders. Und dadurch haben wir manchmal verschiedene Schattierungen in der Übersetzung, die manchmal uns ein neues Bild aufmachen, wenn wir verschiedene Übersetzungen lesen. Was ich empfehle, ist Übersetzungen, die relativ genau sind. Denn in der Prophetie müssen wir Übersetzungen haben, die sehr genau das wiedergeben. Es gibt auch Übertragungen der Bibel, die versuchen, den Sinn wiederzugeben und möglichst gute Sprache zu haben, aber die sehr ungenau sind, sehr viel interpretieren. Zum Beispiel die gute Nachricht oder Hoffnung für alle oder Neues Leben-Übersetzung. Das sind Übertragungen, keine Übersetzungen. Die sind manchmal gut zu lesen, wenn man Paulus mal liest, im Römerbrief oder im Feserbrief, um das mal zu verstehen, was er sagen will, weil das verständlich beschrieben ist. Aber in der Prophetie sind die ungeeignet, vollkommen ungeeignet. Weil so viel interpretiert wird in diesen Übertragungen, dass man nicht mehr wirklich weiß, was da steht. Deswegen muss man bei der Prophetie, also Daniel Offenbarung, muss man Übersetzungen und möglichst genaue Übersetzungen. Was ich empfehle ist, Schlachter 2000, die Elbefelder Übersetzung, Luther 84, geht ein bisschen. Noch besser ist auch Luther 1912 oder Luther 98er, die Schweizer. Übersetzung von Luther-Übersetzung. Ja. Und die sind, diese Übersetzungen sind sehr genau. Und wenn man dann einfach mal einen Abschnitt mal liest in der Luther-Übersetzung und dann mal in der Elberfelder und dann in der Schlachter 2000, dann kriegt man ein bisschen größeres Bild. Und in der Summe der Übersetzungen findet man, denke ich, so ungefähr das wieder, was der Grundtext wirklich sagt. Drittens, den Zusammenhang beachten. Manche Ausleger, haben dann einen Bibeltext, einen Vers und haben da irgendwas Tolles drauf aufgebaut. und irgendwas, ja. Aber wenn man sich den Vers davor und danach anschaut, dann merkt man, das ist genau das Gegenteil von dem, was sie ausgelegt haben. Also man muss schauen, was steht in den Versen davor, was steht in den Versen danach. Und das, was ich, wie ich jetzt den Text verstehe, wie ich ihn auslege, muss mit dem zusammenpassen, was davor und was danach gestanden ist. Also den, den Zusammenhang beachten. Dann ähm, ein Grundsatz, der ganz wichtig ist: die Bibel legt sich selber aus. Gerade das Buch Daniel und die Offenbarung haben sehr viele Symbole. Und in der Symbolsprache dürfen wir nicht unsere eigenen Gedanken da einfach hineininterpretieren. Das, deswegen müssen wir erstmal den historischen Hintergrund beachten. In welchem Zusammenhang ist das geschrieben worden? Zum Beispiel, wenn Daniel jetzt in Babylon schreibt und irgendwas erlebt hat, dann müssen wir wissen, Jetzt, wie war der zeitliche Hintergrund, was wir eben gerade uns angeschaut haben? Was war da mit dem Volk Israel gerade passiert? Warum waren sie in Babylon? Und ähm, was ist der Hintergrund ähm, seiner seine, seine Prophezeiung? Ja, und dann kann man auch den Text besser verstehen, den man dann auslegt. Zweitens, die Erklärung in der Bibel finden. Das heißt, wenn ich ein Symbol habe, zum Beispiel das Symbol Tier, ähm, dann muss ich... In der Bibel einen Text finden, einen Schlüssel finden, wo drin steht, Tier bedeutet das und das. Zum Beispiel in Daniel 7,17 steht, ein Tier ist ein Königreich. Und wenn man den Schlüssel hat, dann ist es ganz einfach, den Text mit dem Text das zu verstehen. Deswegen die Erklärung in der Bibel finden. Und wenn jemand dir versucht Daniel Offenbarung zu erklären und er Legt es aus und erklärt die Symbole. Und er hat keinen Bibeltext dafür. Dann glaub es nicht. Es ist falsch. Auch wenn es noch so schön passt, auch wenn es noch so schön klingt, auch wenn es noch so ein, ein wichtiger Mensch ist, der dir das gesagt hat. Fragt nach, wo steht das? Wo ist der Bibeltext dazu? Wo ist der Schlüssel dazu? Und wenn er keinen hat, sagst du, glaube ich nicht. Deswegen, man muss die Bibel sich selbst auslegen lassen. Das ist der Schlüssel. Sonst, es gibt, es gibt tausende, hunderte von verschiedenen Auslegungen von, von Daniel und von der Offenbarung, weil sich jeder irgendwelche Gedanken macht und seine Gedanken da einfach aufschreibt. Und das ist aber fast alles falsch. Man muss die Bibel fragen. Und wenn man die Bibel hat, dann ist man auf der richtigen, auf der sicheren Seite. Und dann drittens, vom Text zur Geschichte. Das bedeutet, ich lese den Bibeltext, schaue zum Beispiel an, ein Tier ist ein Königreich und dann gucke ich mir das Tier an, die Merkmale, und dann gucke ich, wo hat sich das in der Geschichte erfüllt? Gehe also vom Text aus und gehe dann vom Text in die Geschichte und guck, wo hat sich das erfüllt. Es gibt manche, die sagen, ja, zum Beispiel, ich weiß noch, in den 80er Jahren haben viele gesagt, ja, Russland ist doch die, die halbe Welt, Kommunismus. Wo finden wir denn eine Prophetie denn in Russland? Und da haben sie versucht, irgendwo Russland zu finden, weil sie meinten, Russland ist doch so eine bedeutende Macht, die muss doch in der Prophetie zu finden sein. Sie sind also von der Geschichte ausgegangen, von der, von der Gegenwart und haben das versucht, in den Text reinzudrücken. Aber ich habe immer gesagt, tut mir leid, steht nicht drin. Es gibt keine Prophezeiung, wo Russland vorkommt. Gibt es nicht. Und als der Kommunismus zu Ende ging, habe ich es verstanden, warum es nicht gibt. Ja, weil der Kommunismus zwar aufkam, eine Zeit lang eine Rolle gespielt hat, aber in der, in für Gottes Volk, für die Endzeit, spielt es gar keine Rolle. Ja. Deswegen, man muss vom Text ausgehen, den Text lesen und dann vom Text aus in die Geschichte gehen. Und nicht irgendwas in der Geschichte finden und dann versuchen, das in den Text reinzudrücken. Das das geht nicht. Das ist, ist falsch rum. Ja, und drittens: Die Bibel kann nur durch Gebet verstanden werden. Wir können es noch so gut anstrengen, wir können noch so klug sein und noch so viel Querverbindungen finden. Ähm, nur der Heilige Geist kann uns das offenbaren, was in der Bibel steht. Warum? Weil der Heilige Geist hat die Schreiber der Bibel inspiriert. Und so wie er die Schreiber inspiriert hat, so brauchen wir den Heiligen Geist, um das auch zu verstehen, was er inspiriert hat. Und deswegen äh, bitte um den Heiligen Geist, bevor du das Wort Gottes liest. Deswegen haben wir auch am Anfang wohin gebetet, dass der Heilige Geist unsere Gedanken lenkt, dass er unsere Herzen lenkt, dass wir verstehen, was Gott in seinem Wort, in dem, vor allen Dingen in dem Buch Daniel, uns gegeben hat. Ja, soweit die Einleitung. Jetzt kommen wir zum Thema eins, zum Kapitel 1. Krieg der Götter. Deine Entscheidung ist gefragt. Wir machen das immer so. Wir werden immer jeden Abend, wenn wir die Kapitel durchgehen, immer so abschnittsweise äh, das lesen und dann überlegen wir, was das zu bedeuten hat, was wir daraus für Lehren für uns ziehen können. Und dann gehen wir auch zum nächsten Abschnitt, Schritt für Schritt immer weiter. Gut, jetzt lesen wir erstmal Daniel Kapitel 1 und dort die Verse 1 und 2. Daniel Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Ich lese nach der Luther 84-Übersetzung. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab an seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Schinea bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Das ist also der Beginn des ganzen Buches. Und das Buch beginnt gleich mit einem Kampf. Mit einem Kampf zwischen, wo zwischen? Zwischen Jerusalem und Babylon. Und zwar hier steht, dass der Kampf eigentlich von Babylon ausging. Also hier haben wir Jerusalem und da haben wir Babylon. Also das, das, Jerusalem ist natürlich ein, ein Foto. Ähm, es sah damals ein bisschen anders aus. Der Felsendom gab es natürlich nicht, sondern da stand der Tempel Stelle vom Felsendom. Ähm, und Babylon ist nur ein Gemälde, wie man sich das vorgestellt hat, wie das alte Babylon wohl ausgesehen hat. Ja. Ähm, aus den Zusatzblättern 11 und 12 finden wir auch da noch äh, Skizzen, wie die, so, wie die damals ausgesehen haben, ähm, von dem, was man so rekonstruieren kann: das alte Babylon und das alte Jerusalem. Auf jeden Fall haben wir hier einen Kampf zwischen diesen beiden. Und Jerusalem steht wofür? Jerusalem steht für Gottes Volk. Gott hat im Volk Israel seine Herrlichkeit offenbart. Er hat. Aus dem Volk Israel Menschen berufen, als Propheten für ihn zu dienen. Er hat Mose berufen, das Volk aus Ägypten zu führen. Er hat durch Mose hat er die zehn Gebote gegeben, sein Grundgesetz, was für alle Zeiten gültig ist. Er hat sein Volk geführt. Er hat hier Prophezeiungen auf den Messias gegeben, denn der Messias sollte aus den Juden herauskommen. Also die Juden waren Gottes Volk. Sie standen für Gottes Wahrheit und sie haben, sollten Gottes Wahrheit weitergeben. Und Babylon? War genau das Gegenteil. Babylon, dort waren andere Götter. Sie hatten eine viel, einen Polytheismus, eine Vielgötterei. Sie hatten Verwirrung. Es fing schon damals an, und das sieht man so ein bisschen im Hintergrund: diesen Turm dort von Babel. Sie haben damals den Turmbau zu Babel ähm, initiiert, ziemlich schnell nach der, nach der Sintflut, und haben sich damit gegen Gott aufgelehnt. Denn Babylon steht damit für Auflehnung gegen Gott, Rebellion gegen Gott. Und das ist eigentlich die Grundeigenschaft Satans. Satan hat, war der Erste, der damals im Himmel sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und damit steht Babylon eigentlich für Satans Seite. Und hier haben wir den Kampf zwischen Gut und Böse. Gut, Jerusalem, und das böse Babylon. Und jetzt kämpfen die gegeneinander und Babylon greift Jerusalem an. Und was passiert? Babylon gewinnt. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Ist Gott nicht der Allmächtige? Kann Gott nicht sein Volk beschützen? Hier habe ich noch mal so ein paar den Konflikt in Worten dargestellt. Und zwar auch schon die Begriffe, die Namen stellen auch schon diesen Konflikt dar. Nämlich der König, also hier ist mal Juda, das Wort Juda heißt der Gepriesene, Babel heißt Tor zu den Göttern, Bab-El. Ja? Bab heißt Tor und El heißt Gott, Götter. Ja? Das Tor zu den Göttern. Übrigens das Tor. Ist immer der Ort gewesen, wo die Regierung saß, wo die, wo die Stadtverwaltung saß. Wer das Tor besetzt hat, der hat die Stadt regiert. Ja, und wer, wer also das Tor zu den Göttern, deswegen als Babylon damals den Turm zu Babel ge gebaut hat, sie wollten das Tor Gottes besetzen, also sich über Gott erheben. Also eine Rebellion gegen Gott. Ja. Ähm, Joachim war der König von äh, Jerusalem, von Juda, Und Joachim heißt: Jahweh wird aufrichten, Jahweh wird erretten. Und sie glaubten, auch Gott würde sie erretten, aber er hat es nicht getan. Nebukadnezar, der König von Babylon, sein Name heißt Nebu Schütze den Erbsohn. Ganz klar, eine heidnische Gottheit, die hier verehrt wurde und mit seinem Namen aus, zum Ausdruck gebracht wurde. Und Jerusalem, Jerusalem heißt Stadt des Friedens. Shalom, Salem, Frieden. Jerusalem, Stadt des Friedens. Und Babylon, die Stadt Babylon, es hat die gleiche Bedeutung wie Babel, äh, Tor zu den Göttern. Ja, finden wir auch schon in den Namen dieser beiden Jerusalem Israel Juda Joachim und auf der anderen Seite Babel Babylon Nebukadnezar diesen Gegensatz zwischen Gott Gottes Seite und der Seite des Bösen der Seite des Aufruhrs des der Sünde. Ja, und jetzt haben wir genau die Situation Babylon besiegt Jerusalem. Und man fragt sich wirklich, kann Gott sein Volk nicht beschützen? Das Gleiche auch, wenn wir heute vielleicht, wenn ein gläubiger Mensch leidet. Und man fragt sich, wo ist Gott? Kann Gott nicht schützen? Kann Gott nicht vor Krankheit schützen? Vor Tod schützen? Ähm, die Bibel hat eine Antwort darauf. In Jeremia 27, Vers 5 bis 7, finden wir etwas beschrieben, wo Gott etwas sagt zu diesem Thema. Jeremia, Kapitel 27. Und dort Vers 5 bis 7. Dort heißt es, ich habe die Erde gemacht und Menschen und Tiere, die auf Erden sind, durch meine große Kraft, und meinen ausgereckten Arm, und gebe sie wem ich will. Nun aber habe ich all diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben und auch die Tiere auf dem Feld, dass sie ihm untertan sein sollen. Interessant. Erstens, Gott sagt hier nicht, Gott sagt hier, das war nicht ein Versehen. Ich habe, ich habe, ich habe gerade mal nicht aufgepasst und hat Nebukadnezar auf einmal Schubs, Jerusalem erobert. Nein, es war kein, kein Unglück, es war kein Versehen Gottes, sondern Gott sagt, ich habe alle Länder in die Hand Nebuchadnezzars gegeben. Das heißt, Gott hat es bewusst so getan. Und interessanterweise, Gott sagt sogar, meines Knechtes Nebuchadnezzar. Meines Knechtes heißt mein Diener. War Nebuchadnezzar ein Diener Gottes? Nein. Warum sagt Gott das? Weil Nebuchadnezzar hier im Auftrag Gottes, ohne dass er es wusste, das getan hat was er getan hat nämlich die welt zu beherrschen und wir sehen dass nebukadnezar nicht ein diener gottes war aber er wurde ein diener gottes deswegen wir kapitel 4 werden wir das anschauen wie nebukadnezar hier verändert das sich verändert hat gott hatte zwei ziele nämlich ähm, das problem war die juden gottes volk war abgefallen von gott und sie waren so weit abgefallen, dass sie es schlimmer getrieben haben als die Heiden. Gott hatte ihnen die Wahrheit offenbart und sie haben das Gegenteil getan. Wenn Menschen die Wahrheit nicht kennen und das Falsche tun, können sie nichts dafür, weil sie es nicht besser wissen. Aber wenn ich weiß, was richtig ist und trotzdem das Gegenteil tue, da gibt es ein Problem. Und so haben sie Juden gemacht und mit dieser Wegführung hat Gott sie zur Umkehr führen wollen. Also es ist nicht so, dass Gott im Himmel ist und immer wenn wir etwas Böses tun, dann tut er gleich das bestrafen? Nein. Wenn Gott bestraft, dann möchte er uns auf dem richtigen Weg führen. Genauso wie Eltern, wenn sie sehen, dass ihr Kind was Falsches tut, möchten die Eltern versuchen ihr Kind durch eine Strafe zum Guten zu erziehen, dass sie es besser machen, dass sie, dass sie gute Menschen werden. Und so wollte Gott sie zur Umkehr führen. Ähm, er hat ihnen auch damals schon gesagt, als sie am Sinai waren, hat er ihnen gesagt: Wenn ihr meinen Geboten folgt, werdet ihr Segen haben. Wenn ihr aber meinen Geboten nicht folgt, wenn ihr den Göttern, anderen Götzen folgt, dann werde ich verschiedene Dinge über euch kommen lassen, verschiedene Gerichte. Zuerst waren das, dass die Feinde sie ab und zu mal besiegen oder dass, dass dass die Ernte nicht, dass die Ernte misslingt oder was auch immer kommen sollte, und sagte, das letzte, was Gott tun würde, der letzte Schritt ist, dass er sie, dass die Feinde sie besiegen und sie weggeführt werden, verschleppt werden. Und das hat, ist tatsächlich auch so gekommen. Sie sind abgefallen und Gott hat sie als letztes Mittel weggeführt, damit sie umkehren. Und tatsächlich, als sie in Babylon waren, sind die meisten Juden auch tatsächlich haben Buße getan. Sind umgekehrt und haben sich Gott wieder zugewandt. Es gab noch ein zweites Ziel. Babylon sollte den wahren Gott kennenlernen. Eigentlich hatte das Volk Israel den Auftrag gehabt, die Wahrheit, die Gott ihnen gegeben hat, weiterzugeben an alle Völker. Und wären sie dem Auftrag nachgekommen, dann würden wir heute alle Juden werden müssen. Dann hätten sie den Messias verkündigt, dann hätten sie die Wahrheit auf der ganzen Welt verkündigt. Aber das haben sie nicht getan. Damals nicht und auch, als Jesus gekommen ist, nicht. Und dadurch, dass er jetzt die Juden nach Babylon geführt hat, hat er die Erkenntnis über Gott, die die Juden ja haben, nach Babylon gebracht und durch die, Zeugn die Zeugnisse der Juden hat nach Babylon dann Gott Gottes Wahrheit kennengelernt. Und vor allen Dingen am Königshof war es vor allen Dingen Daniel und seine Freunde, die hier den wahren Gott bezeugt haben. in ja. ähm, 2. Chronik 36 und ich denke, diese Verse, die sind so schicksalhaft und so schlimm. Und diese Verse zeigen uns, was der wahre Grund ist für diese Wegführung nach Babylon. Das Exil, was sie hier erleiden mussten. 2. Chronik 36, Seite 486 im Alten Testament. 2. Chronik 36, Verse 12 bis 16. Und er tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia der da redete, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Auch wurde, er. hier geht um den König von Israel, es geht hier um den Zedekia, wir können gerade elf vielleicht noch mitlesen. 21 Jahre alt war Zedekia, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu Jerusalem und tat, was dem, was dem Herrn seinem Gott missfiel, und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Auch wurde er abtrünnig von dem Mukhanetzer, dem König von Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den greulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Das sind tragische Worte. Was können wir hier sehen? Wie ein halsstarriger Sohn. Sie sind abgefallen, Gott hat ihnen Propheten geschickt, Gott hat ihnen Botschaften geschickt, aber die zurückführen. Was haben sie gemacht? Sie haben sie verlacht, sie haben sie verhöhnt, sie haben sie getötet. Und Gott hat neue Boten geschickt, immer wieder, Jahre, Jahrhunderte lang. Und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer, bis der Punkt erreicht war, wo Gott sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Bis es kein Vergeben mehr gab. Das heißt, es ist zu Ende. Ja. Das heißt, sie haben es schlimmer getrieben als die Heiden. Sie hatten die wahre Erkenntnis. Und Gott hat, ja, er hat noch Jeremia geschickt, der letzte Prophet. Sie haben ihn auch nicht beachtet. Der, Prophet, der, der König nicht, die Obersten nicht, das Volk nicht. Und dann hat Gott das Gericht über sie kommen lassen. Das heißt, dass Jerusalem erobert wurde von Nebukadnezar, von Babylon. Ja, lesen wir weiter. Daniel 1, Verse 3 bis 7. Ich empfehle euch, wenn ihr die Bibel mit aufschlagt, bei Daniel irgendwo was, ein Lesezeichen reinzulegen oder so. Da findet man das schneller wieder. Daniel Kapitel 1, Verse 3 bis 7. Jetzt kommt nicht nur die nationale Katastrophe, jetzt kommt auch die persönliche Tragödie. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug unverständig wären also fähig an das K königshof zu dienen und er sollte sie in schrift und sprache der chaldäer unterrichten lassen und der könig bestimmte was man ihnen täglich geben sollte von seiner speise und von dem wein den er selbst trank so sollten sie drei jahre erzogen werden und danach vor dem könig dienen unter ihnen waren aus juda daniel hernanja michael und asaja und der oberste Kämmerer gab ihnen anderen Namen und nannte Daniel Beltschatzer und Hanania Schadrach und Michael Meshach und Asaja Abednego. Ja, also der König hatte damals, als er 605 vor Christus Jerusalem besiegte und eroberte, hat er so die Obersten, die Creme de la Crème, mit weggeführt. Und eben auch junge Leute. Und dann hat er eben gesagt, er erstmal hatte er den Tempel und den Schatz natürlich geplündert. Das heißt, dass er die Geräte, die Geräte vom Tempel alle mitgenommen hat und in seinen Tempel gelegt hat. Und damit hat er gezeigt: Mein Gott, mein Tempel, mein Gott ist besser und stärker als der Gott Israels. Das war damals immer so, dass sie sagten: Das Volk, was gewonnen hat im Kampf, das hat den stärkeren Gott. Und als Israel ja damals aus Ägypten gezogen ist und in den Kämpfen mit den anderen heidnischen Völkern, die teilweise stärker waren als sie auch in Ägypten waren eine Weltmacht, als sie gewonnen hatten, war es ja auch ihr Gott, der eingegriffen hat und ihnen den Sieg gegeben hat. Aber natürlich wissen wir hier, dass Gott es war, der ja Babylon den Sieg gegeben hat. Und das hat Nebukadnezar aber nicht verstanden. Er hat geglaubt, sein Gott ist der stärkere. Er hat den Tempel geplündert und den Schatz, er hat den Tempel noch nicht zerstört. Der wurde es beim, beim zweiten und dritten Angriff erst zerstört. Und äh, eigentlich wollte er ihn noch nicht zerstören, weil der Tempel war so gewaltig und so prächtig. Äh, aber äh, Gott hat es anders gewollt. Also äh, der Tempel wurde geplündert und der Schatz wurde geplündert. Und damit ist eigentlich äh, schon für das Volk Israel die Katastrophe gewesen. Ja. Und dann hat er Jugendliche ausgewählt. Und zwar hier steht extra die, die Merkmale, die sie haben sollten. Und zwar, ähm, sie sollten klug sein, schön sein, begabt, weise, verständig, ähm, an das Königshof zu dienen. Warum hat er das gemacht? Und zwar, der Nebukadnezar hat ja ein Weltreich aufgebaut. Und er ist ja gerade erst König geworden. Und er wusste, und er hat ja aus Erfahrung gesehen, dass immer wieder, auch Jerusalem ja, der König von Jerusalem, ähm, hat ja immer wieder sich gegen ihn aufgelehnt. Und hat er überlegt, wie kann ich verhindern, dass es immer wieder Aufstände gibt. Denn die meisten Völker wollen keinen Herrscher über sich haben. Und dann hat er folgende Idee gehabt, dass er aus allen Nationen, die er besiegt hat, aus den kleineren Ländern, die besten Leute, jungen Leute, nach Babylon geholt hat. Dann hat er sie ausbilden lassen in der Kunst, in der Sprache, in der Weisheit, in der, in der Kriegsführung, in der Politik. In der Wissenschaft der, der, der Babylonier. Das heißt, dass sie denn babylonisches Denken haben. Und Babylon war damals die Hochkultur, der Wissenschaft, der, der Militärtechnik und in allem. Und dass sie dann als Könige zurückgehen in ihr Land. Dann wären sie von ihren eigenen Leuten akzeptiert, weil das ja ihre Leute sind, ihre Landsleute. Aber sie haben babylonisches Denken, sind also Babylon von Babylon abhängig und treu zu Babylon. Und das war sein Plan. Das hat er überall umgesetzt. Und deswegen hat er auch aus Jerusalem die besten jungen Leute ausgewählt. Drei Jahre sollten sie die Ausbildung haben. Und dann sollten sie wahrscheinlich wieder zurückgehen nach Jerusalem, um dort als König zu regieren. Und in der Ausbildung sollten sie natürlich das Denken Babylons übernehmen. Das heißt, er hat versucht, ihnen eine Gehirnwäsche zu unterziehen. Sie sollten... Die Kultur und auch die Religion Babylons verinnerlichen. Und natürlich hat er ihnen sämtliche Vorteile gegeben. Die haben die besten Speisen bekommen, die er auch selbst bekommen hat. Und sie haben neuen Namen bekommen. Warum? Habe ich eben schon mal gesagt, Namen haben eine Bedeutung. Und die Namen von Daniel und seinen drei Freunden hatten eine Bedeutung im, auf den Gott Israels auf den Gott Jahwe bezogen und jetzt sollten sie einen neuen Namen bekommen für die ägyptischen äh, die ägyptischen für die babylonischen Götter und hier habe ich mal diese Namen die neuen Namen aufgelistet was sie zu bedeuten haben Daniel haben wir schon gesehen heißt Gott ist mein Richter und er hat den Namen bekommen Belshazzar und das heißt Bel Schütze schützt den König und Bel ist ein babylonischer Gott also bekommt er jetzt hier einen Namen, der nach dem babylonischen Denken ausgerichtet ist. Hanania heißt, der Herr ist gnädig. Übrigens, wenn wir hebräische Namen haben, die mit ja, JA enden, dann ist es eine Abkürzung für Jahweh. Ja, wenn sie auf EL enden, Daniel, ist es eine Abkürzung für Elohim, also Gott ist mein Richter, Dan richten, EL Gott, Elohim. Und Hanania heißt, Yahweh ist gnädig. Das haben wir zum Beispiel auch bei Jesaja ja das ist auch dieses Ja hinten dran Hinweis auf Jahweh. dann haben wir äh, seinen neuen Namen Schadrach und Schadrach heißt Befehl des Akku und Akku ist ein babylonischer Gott gewesen ähm, Michael heißt Wer ist wie Gott haben wir wieder das El hinten dran ja Elohim Wer ist wie Gott und wurde umgenannt in Meshach, zur Göttin Venus gehörig also auch wieder auf die babylonischen Götter hin bezogen und Asaja wieder das J A ja, JA, ja hinten dran äh, Hinweis auf Yahweh Yahweh hat geholfen äh, wurde umgenannt in Abednego Diener des Nebo. Ähm, wenn Sie normalerweise sich mit Ihrem normalen Namen angesprochen haben dann haben Sie automatisch immer Ihren Gott und die Botschaft von Ihrem Gott wer ist wie Gott Gott hat geholfen Gott ist gnädig Gott ist mein Richter dabei ja, gesagt und auch gehört und daran, wurden daran erinnert. Wenn sie jetzt den neuen Namen bekommen haben und sie mit den neuen Namen anreden mussten, wurden sie natürlich ständig an die babylonischen Götter erinnert und an das neue Denken. Dadurch wollten sie verhindern, dass sie eben mit dem alten Denken verbunden bleiben, sondern dass sie neu ausgerichtet werden. Daniel und seine Freunde haben das zwar mitgemacht, das heißt, hier steht nirgendwo, dass sie den Namen abgelehnt hätten, aber sie sind trotzdem ihren Gott treu geblieben. Und das denke ich, das ist wichtig. Das bedeutet, egal wo wir hinkommen, egal welche Umgebung wir haben, egal wo du bist, niemand kann dich zwingen, Gott loszulassen. Du kannst im Herzen immer mit Gott verbunden bleiben und Gott treu bleiben. Die Namensänderung haben sie mitgemacht, weil das keine Sünde ist, wenn man sich mit einem anderen Namen ändert. Ich kann mir vorstellen, dass sie untereinander sich untereinander immer noch mit ihrem alten Namen angeredet haben. Denn das finden wir jetzt in den nächsten Kapiteln ab und zu mal, dass sie noch ihre alten Namen brauchen. Aber natürlich in der Öffentlichkeit mussten sie immer die neuen Namen, die babylonischen Namen. Aber etwas anderes haben sie nicht mitgemacht. Nämlich dort muss ich immer überlegen, wenn, wenn ich in ein System komme, wo man versucht, mir eine Gehirnwäsche zu unterziehen, mich umzudrehen, mir den Glauben auszureden. Wo kann ich mitmachen und wo ist die Grenze? Wo kann ich nicht mitmachen? Ähm, genauso auch wenn unser Staat irgendwelche Dinge verlangt, wie weit kann ich mitgehen? Wo muss ich sagen, hier nicht mehr? Ich denke, da wo es ein ganz klares, so spricht der Herr, gibt, ein ganz klares biblisches Wort gibt, da muss man sagen, hier gehorche ich Gott mehr als den Menschen. Ähm, weil Gott wichtiger ist, die Bibel wichtiger ist als alle Gesetze dieser Welt. Und das ist genau der nächste Punkt. Wir lesen die Verse 8 bis 14. Äh, wo haben sie. Wo haben Sie Stopp gesagt? Wo haben Sie die Grenze gesetzt? Daniel 1, Verse 8 bis 14. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer gnädig, günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei meinem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu, auch zu dem Aufseher, den der oberste Kamera bei Daniel, Anania, Michael und Asaya gesetzt hatte. Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage. Lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die wir von des Königspeise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Ja, eine interessante Geschichte. Die Grundsatzentscheidung Sie sollten von diesen Speisen essen, die der König bekommt. Warum wollte Daniel nicht essen? Ist doch nur Essen. Ist doch nicht so schlimm, oder? Ja, wenn er gesagt hätte, du darfst nicht mehr deinen Gott glauben, denn aber, aber nur das Essen ist doch nichts, ist doch eine Nebensache, ne? Nein. Das Essen ist keine Nebensache. Äh, warum? Das, was wir essen, beeinflusst unseren Körper, unsere Gesundheit. Aber das, was wir essen, beeinflusst über unseren Körper, über unseren Blutkreislauf und auch unser Gehirn. Unser Gehirn wird versorgt mit Sauerstoff und mit den Stoffen, die im Körper sind. Und wenn wir schlechtes Essen haben, ungesundes Essen haben, dann wird auch unser Kopf, unser Gehirn nicht so versorgt, wie es sein sollte. Und im Kopf, dort haben wir unsere Gefühle, unsere Gedanken, unseren Verstand und unser geistliches Leben. Das heißt, diese Dinge werden mit beeinflusst, wenn wir Dinge essen, die ungesund sind. Und deswegen hat Gott auch uns gesagt in der Bibel, dass wir bestimmte Dinge nicht essen sollen, weil er wusste, dass die für die Gesundheit und für das ganze Leben, für das geistige Leben, für unsere, unsere Gefühle, für alles nicht gut sind. Diese unreinen Speisen, warum hat er das nicht gegessen? Erstens, sie waren den Göttern geweiht. Und er wollte nicht diese Speisen essen, die anderen Göttern geweiht waren, weil das auch eine Form von Götzendienst war. Zweitens, sie waren ungesund, was ich gerade schon sagte. Ähm, sie, ja, diese Speisen haben das Blut, den Körper verunreinigt und damit auch das Denken schlechter gemacht und, äh, und, und die Gefühle beeinflusst und das geistige Leben beeinflusst. Drittens, die Schlachtung wurde unrein vorgenommen. Gott hat in, in genau gesagt, wie man Tiere töten sollte, wenn man sie isst, dass man sie essen darf. Und zwar muss man muss sie so töten, dass das Blut herausfließt, dass kein Blut mehr im Fleisch ist. Und deswegen müssen sie geschächtet werden. Und viertens, Gott hat in der Bibel ganz klar gesagt, dass bestimmte Fleischsorten er verboten hat zu essen. Schweinefleisch, Fleisch von, von Aalen oder von, von, von anderen äh, Tieren. Und natürlich sind solche Solches Fleisch auch mit dabei gewesen. Also, es war gegen Gottes ausdrückliches Gesetz. In 3. Mose, Kapitel 11, finden wir diese Anweisung. Bei den Landtieren darf man die Tiere essen, die Wiederkäuen und gespaltene Hufe haben. Bei den Fischen darf man die Fische essen, die Flossen und Schuppen haben. Und bei den Vögeln sind die Vögel aufgeführt, die man essen darf. Und natürlich war das, was er bekommen hat, gegen Gottes Gesetz. Und von daher haben wir ganz klares: so spricht der Herr. Und er hat gesagt, das mache ich nicht mit. Deswegen hat Daniel und nicht nur er, seine Freunde sicherlich auch, wir sehen in den nächsten Versen, dass sie mit dabei waren, sie haben sich entschlossen, nicht das zu essen. Und stellt euch vor, Daniel und seine Freunde sind jetzt dort. Sie sind jetzt die 1600 Kilometer quer durch die Wüste gelaufen. Sie kommen nach Babylon, sind vollkommen ausgelaugt. Und jetzt sagt der König zu ihnen: ich, Er weiß euch eine Gunst, ihr dürft die Speisen essen, die von meinem Tisch kommen. Das Beste vom Besten. Und ihr werdet ausgebildet in meiner Universität, kostenlos. Und, ähm, und jetzt sagt Daniel: Nein, esse ich nicht. Das würde normalerweise bedeuten, er hat die Gunst des Königs hier abgelehnt. Das würde heißen, er wird umgebracht, wenn er so ein Aufsässig ist, dass er, wenn der König ihn gnädig ist und ihnen so etwa so Vorzüge zukommen lässt, und er sagt, mache ich nicht, will ich nicht. Also er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und hier müssen wir sich vorstellen, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt wegen der Ernährung. Und das zeigt uns, dass die Ernährung nicht unwichtig ist, keine Nebensache ist. Das ist wichtig. Das ist ein Teil. Dem, wie wir leben sollen. Gott sagt in seinem Wort auch über unseren Lebensstil einiges aus und auch über die Ernährung. Und jetzt steht hier ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und dieser Satz, denke ich, wenn wir eins behalten von diesem Kapitel 1, dann sollten wir diesen Satz behalten. Das ist der Schlüsselsatz in diesem Kapitel, Kapitel 1. Hier steht, Daniel nahm sich vor in seinem Herzen. Was bedeutet das? Das bedeutet, er hat sich entschieden. Er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat nicht gesagt, naja, schauen wir mal, wie es wird. Wenn es halt geht, dann esse, ich, dann esse ich nicht mit. Und wenn es halt nicht anders geht, dann esse ich doch halt mit. Je nachdem, wie es sich gibt. Nein. Er hat Situationsethik, heißt, ich, entsch, ich entscheide mich nach der Situation. Aber er hat keine Situationsethik gehabt. Er traf eine Entscheidung. Er hat gesagt, ich werde nicht essen, egal was geschieht. Ich bleibe Gott treu, egal was geschieht. Und wenn ich mit meinem Leben bezahlen muss, ich bleibe Gott treu. Situationsethik bedeutet, und das ist etwas, was, was heute sehr viele Menschen danach leben, dass man sagt: Okay, ähm, zum Beispiel, wenn der Staat halt die Steuern, die wir zahlen, für schlechte Sachen ausgibt und nicht so, wie ich das denke, wie es gut wäre, dann tue ich halt meine Steuererklärung ein bisschen frisieren und halt ein bisschen, ja, bisschen falsche Sachen angeben. Ähm, oder wenn ich sage, okay, ich klaue halt dem Reichen ein bisschen Geld, um das den Armen zu geben. Das heißt, wenn die Situation es erfordert, dann handle ich auch halt mal gegen mein Gewissen, auch gegen das, was gut ist. Aber ich denke, Situationsethik ist sehr gefährlich. Situationsethik heißt, man hängt sehr männlich nach dem Wind und je nachdem, wer gerade was sagt, dem folge ich danach. Ich denke, wir brauchen Prinzipien. Wenn wir sehen, dass die Bibel etwas sagt, dass Gott etwas sagt in seinem Wort, dann ist das, was er in seinem Wort sagt, immer richtig und immer gut. Und wenn wir uns entscheiden, Gott zu folgen und seinem Wort zu folgen, werden wir immer den Segen haben, den Gott gibt. Und manchmal lässt Gott zu, dass wir in Situationen kommen, wo wir uns entscheiden müssen. Bleibe ich ihm treu oder bleibe ich ihm nicht treu? Gott hätte auch machen können, dass Daniel dorthin kommt und dass dann der... Oberster Kamera sagt, ihr Lieben, Daniel und Hanania, Michael und Nazarja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diese Speisen haben oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne das essen, was ihr wollt. Hätte Gott von vornherein ja so machen können. Hat er aber nicht. Gott hat zugelassen, dass Daniel und seine Freunde in eine Situation kommen, wo sie auf die Probe gestellt wurden. Wo sie herausgefordert wurden, Farbe zu bekennen. Wo sie herausgefordert wurden, eine Entscheidung zu treffen. Ich bleibe Gott treu, egal was geschieht. Gott hat nicht im Vorfeld alle Türen geöffnet. Aber nachdem Daniel sich entschieden hat, hat Gott die Türen geöffnet. Hier habe ich noch ein Zitat, denke ich, was ganz wichtig ist. Ähm, Zusatzblatt Nummer 13 es ist es abgedruckt. Erziehung, Seite 56. Was die Welt heute am nötigsten braucht, sind Menschen, die sich um keinen Preis kaufen lassen, die absolut aufrichtig und wahrhaftig sind. Menschen, die sich nicht scheuen, Sünde beim Namen zu nennen, deren Gewissen so auf ihre Pflicht ausgerichtet ist wie die Magnetnadel zum Pol. Menschen, die auch dann noch für das Recht eintreten, wenn darüber der Himmel einzustürzen droht. Über diese Sätze sollten wir ein bisschen nachdenken. Das heißt, unsere Welt braucht Menschen, die sich nicht kaufen lassen. Wie groß ist heute noch die Korruption? Manchmal lässt man sich kaufen mit Geld, manchmal lässt man sich kaufen mit Ansehen, Freundschaft. Dass wir uns nicht kaufen lassen, dass wir absolut aufrichtig und wahrhaftig sind. Wahrhaftig heißt wahrheitsliebend, der Wahrheit ausgerichtet dass man sich nicht scheut, Sünde beim Namen zu nennen. Auch in den Kirchen ist es heute üblich geworden, zu sagen, naja, wie du lebst, ist egal, darum kümmern wir uns nicht, das ist deine eigene Verantwortung. Nein, in der Bibel steht, dass man auch Sünde beim Namen nennen soll. Auf jeden Fall öffentliche Sünde muss man auch öffentlich beim Namen nennen. Dass das Gewissen auf die Pflicht ausgerichtet ist, wie die Magnetnadel zum Pol. Das heißt, wenn du einen Kompass hast, der Kompass ist unbestechlich. Es sei denn, du hast ein Stück Eisen, was du die Nadel irgendwie manipulierst. Aber wenn du das nicht machst, ist die Kompassnadel unbestechlich. Die zeigt immer zum Norden. Und so soll unser Gewissen immer auf Gott, auf seine Wahrheit, auf die Pflicht ausgerichtet sein. Und dass wir für das Recht eintreten, für das Recht eintreten heißt für Gottes Wahrheit, für das Richtige. Auch wenn der Himmel darüber einzustürzen droht. Beim Daniel drohte der Himmel einzustürzen. Es wäre ganz schnell gewesen, dass er gestorben wäre für seine Entscheidung. Aber er war bereit, für seine Entscheidung zu sterben. Er wusste nicht, was geschieht. Er wusste es nicht. Aber er hat. Und hier sehen wir ein ganz wichtiges Prinzip. Normalerweise denken wir, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir überlegen, welche Folgen hat das. Zum Beispiel, wenn ich umziehe. Wenn ich überlege, ob ich jetzt nach Leonberg ziehe oder nach, oder nach Heilbronn oder nach München, dann überlege ich, welche Folgen hat das, wenn ich dorthin ziehe wenn ich dorthin ziehe. Und das ist auch normal, das ist auch richtig so, dass man überlegt die Folgen seiner Entscheidung. Aber wenn es um Dinge geht, um die Bibel, um Gottes Entscheidung, Gottes Wahrheit, dann sollen wir nicht fragen, was, welche Folgen hat das, sondern was ist Gottes Wille? Und wenn ich Gottes Willen erkannt habe, und dann den Gottes Willen ausführe, Gottes Willen tue, mich entscheide, Gottes Willen zu tun, dann wird Gott für die Folgen aufkommen. Was er dann macht, wie die Folgen sind, weiß ich im Voraus nicht. Gott kann alles. Aber Gott wird für die Folgen aufkommen. Und Gott hat versprochen, wenn wir ihm treu sind, dass er uns segnet. Satan versucht dann, uns einzureden, wenn ich jetzt das tue, was Gott sagt. Dann wirst du das und das, das Schlechtes haben. Und dann wird das nicht funktionieren. Und dann wird alles, das ganze Leben wird nicht mehr funktionieren. Aber wenn wir uns trotzdem entscheiden, das zu tun, was Gott sagt, dann wird Gott das segnen. Wie er das segnet? Das ist seine Sache. Schauen wir uns den Daniel an. Wie hat er denn Daniel gesegnet? Gott belohnt Glaubensgehorsam. Wir lesen die Verse 15 bis 21. Und nach den zehn Tagen sahen, die, sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da hat der Aufseher die Speisen und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichter und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Nazaria gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Zeichendeute und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus. Interessant, wie die Sache ausgeht. Gott belohnt Glaubensgehorsam. Übrigens, das Wort Glaubensgehorsam gefällt mir so schön. Das ist also ein Gehorsam, nicht irgendwo, um mir das ewige Leben zu verdienen, nicht irgendwie, sondern ein Gehorsam, aus Vertrauen, aus Glauben heraus, weil ich Gott vertraue, weil ich Gottes Wort vertraue, weil ich Gott glaube, tue ich das, was er sagt. Aus dem Glauben heraus Gehorsam sein. Das hat Daniel umgesetzt, das haben seine Freunde umgesetzt. Interessant ist, erst hat Daniel sich entschieden, ich bleibe Gott treu, ich esse nicht, und dann steht da, Gott gab. Was gab Gott? Erstens, Gott gab. Dass der oberste Kämmerer ihm gnädig gesonnen war, dass er tatsächlich ein offenes Herz dafür hatte und dass er auf Daniels Vorschlag eingegangen ist. Hätte auch sein können, dass Daniel zu ihm kommt und er sagt: Keine Chance, machen wir nicht, fertig, aus. Nein, der oberste Kämmerer hat gesagt: Okay, probieren wir es zehn Tage. Nach den zehn Tagen gab Gott, dass sie besser aussahen als die anderen. Und Gott gab, dass sie am Ende nach drei Jahren klüger waren als alle Weisen im ganzen Reich. Die Reihenfolge ist wichtig. Erst. Hat Daniel sich entschieden und seine Freunde? Und dann gab Gott erst die Treue und dann hat Gott die Türen geöffnet. Wären sie nicht treu geblieben, hätten sie nicht die Entscheidung getroffen, wir essen nicht. Sie hätten mitgegessen und das, was alles in ihrem Leben passiert ist, danach wäre alles nicht passiert. Gott hat ihre Treue geprüft. Sie sind treu geblieben. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt für Gott und Gott hat sie gesegnet. Und der Lohn Gottes war so viermal größer, unvorstellbar. Man muss sich vorstellen, nach den drei Jahren, hier steht nicht nur, dass sie klüger waren als alle ihre Mitschüler und Mitstudenten. Das wäre ja schon mal gut gewesen. Sie waren nicht nur klüger als alle Weisen im ganzen Reich. Was steht hier? In allem, was er sie fragte, fand er sie zehnmal klüger als alle Weisen im ganzen Reich. Das heißt, sämtliche alten Gelehrten und Weisen, die schon was weiß ich, wie viele Jahre da als Weise in Babylon waren. Ich weiß nicht, warum er auf die Zahl 10 kommt. Ich weiß nicht, wie viele Fragen er gestellt hat. Aber irgendwie muss er ja darauf kommen. Aber auf jeden Fall viel, viel, viel mehr klüger als alle anderen. Möchtest du Gottes Segen auch spüren in deinem Leben? Hier ist der Schlüssel. Wenn Gott dir etwas zeigt, tu es. Wenn Gott dir etwas sagt, tu es. Entscheide dich, Gott treu zu bleiben. Der, der Kamera geht darauf ein, auf diesen Test. Es ist interessant, dass Gott dem Daniel das ins, ins Gedächtnis gegeben hat, diesen Test. Dass er sagt, Probier es zehn Tage aus. Denn der Kämmerer hat ja gesagt, es könnte ja sein, wenn ich euch das Gemüse gebe. Er hat gedacht, wenn Sie nur Gemüse und Wasser bekommen, dann geht es Ihnen viel schlechter. Und dann sehen Sie schlechter aus und dann ich, muss ich meinen Kopf dafür hinhalten. Und der andere hat gesagt, er hat es verstanden. Er, ist, er hat darauf eingegangen. Er hat nicht gesagt, es ist doch egal. Nein, er hat gesagt, ja, okay, aber probier es zehn Tage und wenn wir dann schlechter aussehen, okay, sagt er, dann kriegen wir unser altes Essen. Und dann tu so, wie, du, wie, wie der Test ausgeht. Ne? Und nach zehn Tagen sehen Sie, besser aus. Warum eigentlich? Kann man nach zehn Tagen anderer Ernährung besser aussehen? Ja, kann man. Ich war jetzt gerade für zehn Tage in Hegelias. Eigentlich waren wir zwölf Tage, Anreise und Abreisetag. Aber zehn Tage war unsere Kur. Wir waren zehn Tage, haben eine schöne Kur gemacht. Und da haben wir richtig, ja, die Prinzipien der Gesundheit, gesunde Ernährung, Bewegung, frische Luft, genügend Ruhe, Sonnenschein, Mäßigkeit. Vertrauen in Gott, alle diese ganzen Prinzipien. Und ich muss euch sagen, wir waren mit ungefähr 30 Prediger, Pastoren, Kollegen dort. Und ich muss euch sagen, die meisten sahen nach den zehn Tagen besser aus als vor den zehn Tagen. Man konnte den Unterschied sehen, schon nach zehn Tagen. Natürlich war die Ernährung hat eine Rolle gespielt, aber ich glaube, Gott hat auch noch ein bisschen nachgeholfen. Dass es noch deutlicher wurde, dass tatsächlich sie besser aussahen. Sicherlich, ich denke, hat das eine Ursache-Wirkung-Prinzip gehabt, dass eine gesunde Ernährung man auch besser aussieht, frischer aussieht, gesünder aussieht. Aber sicherlich hat Gott noch einen Segen dazu gegeben, dass, sie wirklich, dass es auffällig war, dass sie besser aussahen. Gott wollte, dass sie weiter ihr Gemüse und ihr Wasser bekommen. Die Abschlussprüfung. Ja. Ähm, weiser und klüger. Möchtest du weise und klug sein? Naja, ich meine, äh, es geht jetzt nicht darum, uns selbst zu erhöhen. Auch ihnen ging es nicht darum, sich selbst zu erhöhen. Es war der Segen Gottes. Mein Lieben, wenn du dich gesund ernährst, kann dein Gehirn besser funktionieren. Du kannst besser denken. Deine Gefühle werden ausgeglichener. Dein geistiges Leben wird stärker, weil das von deinem Denken abhängt, von deinem Frontallappen vor allen Dingen. Und deswegen ist unser Lebensstil, nicht nur unsere Ernährung, auch mit dem, was wir uns anschauen, welche Filme wir uns anschauen, welche Musik wir hören, unser gesamtes Lebensstil, womit wir uns beschäftigen, das sind alles Auswirkungen auf unser Frontallappen. Und das ist der Sitz unserer Entscheidung, unseres geistigen Lebens, unser. Ja, unseres Gewissens, äh, das ist der Einfluss auch auf unseren Verstand, auf unser Wohlbefinden. Uns sie blieben am Hof des Königs. Die waren so gut, dass der König gesagt hat: Nein, nein, die gehen mir nirgends wohin, die bleiben hier. Ich brauche sie. Und der Daniel war sogar, obwohl er noch so jung war, ist gleich aufgestiegen in die direkte Nähe des Königs. Ja. Interessant ist übrigens dass der König sie selbst gefragt hat. Denn es steht, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte. Das heißt, der König hat selbst die Prüfung durchgeführt. Das zeigt mir, dass der König Nebukadnezar äußerst intelligent war. Und aus der Geschichte wissen wir das auch. Er war so intelligent, er war Staatsmann, er war Herrführer, er war... Bauherr, er hat sehr viele Gebäude gebaut, selbst entworfen, Architekt war er. Ja, die hängenden Gärten von Babylon, das alles hat er selbst. Ja, deswegen, wir, Kapitel 4 finden wir auch, dass er sagt: Das ist mein Babylon, was ich erbaut habe, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Er war ja tatsächlich mit allem Möglichen, ja, er war Musiker, er konnte alles, er, war, ja, er hatte so viele Gaben gehabt ähm, und er war stolz darauf. Und auch in der Wissenschaft war er mit, denke ich, in der obersten Elite. Und sicherlich hat er ihnen Fragen gestellt, auf die er schon Jahre, Jahrzehnte lang Antworten gesucht hat und keine gehabt hat. Und Daniel und seine Freunde hat Gott die Weisheit gegeben. was ist der Unterschied zwischen Klugheit und Weisheit? Ich Weise und klug waren sie. Klug heißt, wenn du intelligent bist, wenn du viel weißt und das auch ja, zusammenbringen kannst, äh, Dinge verstehen kannst. Und was ist Weiße? Weisheit. Weisheit heißt, wenn du das, was du weißt, dein Wissen, auch am richtigen Platz, im richtigen Moment einsetzen kannst und das zum Vorteil wird. Wenn du das im Leben umsetzen kannst. Es gibt manche Professoren, die sind so klug, aber sie können sich kein Marmeladenbrot selber schmieren. Kriegen sie nicht auf die Reihe. Sie sind lebensuntüchtig, aber sie sind so intelligent, können alle möglichen. Probleme der Wissenschaft und der Mathematik und der Physik lösen. Aber Weisheit heißt, dass ich das, was ich weiß, auch umsetzen kann. Dass ich auch einen Gewinn davon habe. Dass ich das auch praktisch anwenden kann. Und sie waren beides. Und diese Weisheit, woher kam diese Weisheit? Von Gott. Interessant ist, Kapitel 2, werden wir beim nächsten Thema sehen, dass hier Daniel bekennt, dass die Weisen von Gott ihre Weisheit haben. Und hier sehen wir es ja auch, sie blieben Gott treu und Gott gab es, dass sie weiser und klüger waren als all die anderen. Ja. Und jetzt ist etwas so Interessantes: Vers 21. Der steht so ganz so nebenbei, so, so als, als am Schluss, so, so fast, also fast zum Überlesen. Man ist so fast fasziniert von den ganzen Geschichten, von ihrer Klugheit, von ihrer Karriere und von allem. Und das überliest man dann schnell, Vers 21, da steht nämlich, und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus. Aha, was heißt denn das? Das ist nicht nur eine Information, das ist der Hammer, was hier steht. Das ist die endgültige Lösung des Problems, was wir eben angeschaut haben. Nämlich, wir hatten angefangen und gesehen, Babylon besiegt Jerusalem, das Böse besiegt das Gute gottes volk gottes wahrheit wird zu boden geworfen und der, 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 der gegenspieler triumphiert. aber jetzt haben wir auf einmal etwas was ganz anderes, nämlich versteht hier daniel. bleibt im dienst bis zum könig kyros. wer war denn der könig kyros? der könig kyros war der könig vom nächsten reich von medopersien. das bedeutet das hier schon gesagt wird, angedeutet, wird er wohl nachher die Geschichte, noch es weitergeht, aber hier wird schon gesagt: Babylon ist untergegangen, Babylon ist zerstört worden. Und Daniel hat den Untergang Babylons überlebt. Und er ist selbst im Nachfolgereich von König Kyrus immer noch Staatsmann und im Dienst. Und das war 70 Jahre später. 70 Jahre später. Das heißt, wenn Daniel ungefähr so 16 Jahre alt war, als er 17 Jahre vielleicht, als er nach Babylon versteppt wurde, dann war er jetzt ungefähr 86. Und mit 86 Jahren war er noch im Dienst des Nachfolgereiches. Das bedeutet, Babylon hat Jerusalem zerstört. Aber Daniel, als ein Kind Gottes, was Gott treu geblieben ist, hat den Untergang Babylons überlebt. Das heißt, auch wenn in deinem Leben vielleicht Dinge schief laufen, auch wenn in deinem Leben vielleicht du den Eindruck hast, das Böse siegt. Gott kann aus Niederlagen, aus scheinbaren Niederlagen Siege machen. Für Daniel begann die ganze Geschichte in Daniel 1 mit einer Katastrophe. Die nationale Katastrophe, die persönliche Katastrophe, aber sie endet mit dem Sieg über Babylon. Babylon geht unter und er bleibt. Aus einer scheinbaren Niederlage wurde ein glanzvoller Sieg. Und hier sehen wir, dass Gott mit anderen Maßstäben misst als wir. Auch unser Leben hängt von Grundsatzentscheidungen ab. Daniel hat sich entschlossen treu zu bleiben. Wie sieht es in deinem Leben aus? Möchtest du auch diesem Gott folgen? Möchtest du auch die Situationsethik zur Seite stellen und dich entscheiden? Egal was kommt, ich möchte Gott treu bleiben. Es kann sein, dass Situationen gibt, wo wir es aus eigener Kraft nicht können. Aber das Entscheidende ist nicht, was wir können, was wir nicht können, sondern was unsere Entscheidung ist. Wenn ich mich entscheide, Gott treu zu bleiben, dann wird Gott auch die Kraft geben, dass wir treu bleiben können. Und wir müssen uns erst entscheiden, treu zu bleiben. Und dann öffnet Gott die Türen. Das habe ich immer wieder erlebt in meinem eigenen Leben, im Leben von vielen anderen Menschen, dass Gott nicht im Vorfeld alle Türen öffnet, alle Hindernisse beseitigt. Wenn wir uns entscheiden, treu zu bleiben, dann hilft Gott, Hindernisse zu überwinden und öffnet Türen, durch die wir gehen können. Wenn wir uns entscheiden, Gott treu zu bleiben, kann Gott auch in unserem Leben Wunder tun. Er kann Großes tun, wie im Leben von Daniel. Ob wir dann alle Staatsmänner werden oder Frauen, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber darauf kommt es auch nicht an. Sondern entscheidend ist, dass wir mit Gott gehen und den Segen Gottes erleben, den hier Daniel und seine Freunde erlebt haben. Am Ende eines jeden Themas haben wir noch ein Quiz. Wir werden jetzt diesen Quiz. Es gibt auch so kleine Zettelchen, könnt ihr auch gerne euch nehmen. Die liegen dort hinten ähm, und mit ausfüllen. Ähm, die, die jetzt das Video schauen, können auch zu Hause auf, einfach, einfach auf ihrem sich den Zettel holen, sich den Zettel nehmen und auch den Quiz und auch die Entscheidungsfragen, die dabei sind, mit ausfüllen. Weil ich denke, es geht auch darum, dass wir heute Abend persönlich eine Entscheidung treffen. Die Quizfragen sind erstmal Fragen, wo es um, um die Inhalte geht, des Themas heute Abend. Und die Entscheidungsfragen sind, wie ich persönlich dazu stehe. Quizfragen zum Daniel Kapitel 1, richtig oder falsch. Aussage 1, Babylon bedeutet Tor zu den Göttern. Richtig oder falsch. Babylon bedeutet Tor zu den Göttern. Zweitens, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, die Speisen des Königs nicht zu essen. Richtig oder falsch? Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, die Speisen des Königs nicht zu essen. Die dritte Aussage, Daniel war über das babylonische Reich hinaus ein bedeutender Politiker. Richtig oder falsch? Daniel war über das Babylonische Reich hinaus ein bedeutender Politiker. Die Entscheidungsfragen habe ich zwei, jeden Abend zwei Entscheidungsfragen. A. Das Studium heute Abend hat mir Freude bereitet. Ich wünsche mir, mehr über das Buch Daniel zu erfahren. Wenn er zutrifft, könnt ihr bei A ein Kreuz machen. Das Studium heute Abend hat mir Freude bereitet. Ich wünsche mir, mehr über das Buch Daniel zu erfahren. B Ich glaube, dass der Inhalt des Buches Daniel für uns heute besonders wichtig ist. Wenn du davon überzeugt bist, kannst du bei B ein Kreuz machen. Ich glaube, dass der Inhalt des Buches Daniel für uns heute besonders wichtig ist. Ja, ich würde gerne am Abschluss dieses Themas mit euch beten. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir so schöne und wichtige Geschichten in deinem Wort im Buch Daniel haben dürfen. Herr, dass wir erkannt haben, dass du manchmal Dinge zulässt, dass auch das Gute scheinbar unterliegt und verliert. Aber dass du trotzdem einen guten Weg hast. Herr, hab Dank, dass wir sehen dürfen, wie du Daniel und seine Freunde geführt hast. Hab Dank, dass wir... Daniel Standhaftigkeit, seine Treue sehen durften und dass du das belohnt hast, dass du dann ihnen gegeben hast, das was sie brauchten. Wir bitten dich, Herr, hilf, dass auch wir, wie Daniel, standhaft sein können, dass wir mit dir leben, dass du in unserem Leben den ersten Platz hast, dass alles andere neben dir wir unterordnen. Dass wir dich an die erste Stelle unseres Lebens setzen. Herr, hilf, dass wir uns entscheiden, dir treu zu bleiben. Und wir bitten dich, dass du dann auch in unserem Leben, wie im Leben von Daniel, Segen ausschüttest. Dass wir erleben, wie du auch aus Niederlagen Siege machen kannst. Und dass du auch uns stärkst, für uns Türen öffnest. Und dass wir auch am Ende den Weg mit dir gehen können und den Frieden im Herzen haben können, den nur du geben kannst. Er segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema. Thema Nummer zwei heißt Das Zeitalter des Steins. Die Vergangenheit Babylons und deine Zukunft. Das ist für mich das Lieblingsthema der ganzen Prophetie. Daniel 2, der Standbild, das ist fantastisch, das ist schön und spannend. Also, auf Wiedersehen, Gottes Segen. Bis zum nächsten Thema. Daniel 2.